So, hi, hier wieder mal die Gruppe 1 in Achaia, meiner Variante von Griechenland. Und dieses Mal hat sich auch meine Frau angeschlossen, die einen Frostzwerg spielt. Ich habe euch schon mal, glaube ich, erzählt, wie die Völker meiner Welt so sind. Wenn noch nicht, dann hier nochmal kurz. Ein Frostzwerg ist etwa 2,50 Meter groß und lebt normalerweise in Tagard und ist besonders dafür bekannt, dass er sehr gut in Heilung ist und in dieser Richtung und eigentlich eine sehr, obwohl er groß ist, eine sehr freundliche Gestalt im Normalfall. Wir haben letztes Mal abgebrochen, da wo sie in einer Kneipe waren, etwas außerhalb des gesicherten Gebietes, also sprich nicht mehr am Marktplatz selber, sondern ein bisschen außerhalb, ein paar Meter, also ein paar Meter ist unter drüben, so 50 Meter ungefähr, haben dort ihren Kontaktmann getroffen und haben von ihm dann ein paar Sachen erfahren, haben aber eben unter anderem auch erfahren, dass er wohl dieser Liebesgilde angehört, die sich hier breit gemacht hat, wobei er selber sagt, er hat sich das bloß als Tarnidentität quasi zugelegt, dass er hier zur Liebesgilde gehört und deswegen ist es auch das Zeichen bei ihm versteckt. Nichtsdestotrotz, nach diesem ereignisreichen Tag beim letzten Mal sind sie dann zurückgegangen und haben sich eben wieder entweder in den Handelskontor Kupferlocke begeben, beziehungsweise unser Frostzwerg hat ein eigenes kleines Häuschen, wo sie gemietet hat und in dem sie auch geschlafen hat. Am nächsten Morgen war der Aufruhr groß, weil scheinbar ist es so, dass draußen der Magier eben, also dieser Magier, bei dem sie verschiedene Sachen bestellt haben, der sich Hamar nennt und ein Gnom ist, dass der wohl versteinert aufgefunden wurde. Und es sieht so aus, was sie jetzt erfahren haben, dass Hamar ein Einzelgnom ist. Also sprich, er hat sich für die Arbeiten, die er mit der Magie benötigt hat, hat er sich vervielfältigt. Mit irgendeinem Spruch, den die Leute nicht kennen, aber es hat wohl genügt, den Hauptgnom zu versteinern, damit da jetzt Schluss ist. Also scheinbar war es auch so, dass Hamar sein nicht nur einer der drei Magiergilden waren, die anwesend ist, sondern alle drei. Also sprich, er ist eigentlich alle drei Gilden inkludiert und dadurch, dass er außer Gefecht gesetzt wurde, indem er versteinert wurde, sind auch alle drei Magiergilden gleichzeitig hier nicht mehr anwesend. Scheinbar war das Problem auch das, dass sie ihm vorher die Kehle durchgeschnitten haben und ihn dann versteinert haben. Das heißt, er ist im Moment in einem Status, Schrödingers Katze mäßig, dass er zwar noch gerade so am Leben ist, aber wenn sie die Versteinerung aufheben und das dauert eine Zeit lang, wird er wohl daran sterben und dann müsste man ihn wiederbeleben, was in meiner Welt so nicht wirklich funktioniert. Außer vielleicht durch göttliche Intervention, aber ja, dazu bräuchte man den richtigen Glauben bzw. den richtigen Gott und ja, ist wohl hier nicht so auf Srenarius, also auf dieser Insel, wo sie sich gerade befinden. Sie haben dann auch mitbekommen, dass unsere Frostzwergin, Lukanda heißt sie, dass sie des Nachts auch irgendwelche komischen Geräusche gehört hat und es wohl versucht hat, jemand bei ihr einzubrechen, was sie jetzt gar nicht so toll fand. Der Mirak, ihr Kontakt, der Miethändler, ist wohl auch verschwunden und was sie bei ihm festgestellt haben, ist, dass wohl ein Kampf in seinem Haus stattgefunden hat. Also zumindest, was sie so erblicken konnten, als sie an der Wache vorbeigeschaut haben, die sich daran gerade gekümmert hat. Und zusätzlich wurde auch noch das Zeug, was sie beim Handelskontor Kupferlocke hinterlegt haben, wurde alles gestohlen, bis auf ihre Truhe. Und in dieser Truhe war der Herzstein noch drin, den haben sie auch da gelassen.
Und ja, alles andere ist verschwunden. Also Geld und magische Gegenstände und eben auch die Bücher, die sie über den Nexus gefunden haben. Gott sei Dank hatte der DAO, also der Charakter vom Egfrid, hatte zumindest eins der Bücher noch. Das heißt, ihnen fehlen halt fünf Bücher, die sie nicht mehr zur Verfügung haben derzeit. Aber ja, es war wohl ein kleines Problem in der Richtung. Sie haben dann auch verschiedene Nachforschungen versucht anzustellen, wo was passiert ist und so weiter. Haben auch in einer Kneipe dann oder in der Kneipe, wo sie das letzte Mal auch schon waren, festgestellt, dass da ein stadtbekannter Säufer, würde ich jetzt mal sagen, dass der angeblich ihren Kontakt gesehen hat, wie er sich heimlich nachts weggeschlichen hat. Und er hat behauptet, dass der gar nicht tot ist, sondern sich einfach aus dem Staub gemacht hat. Das haben sie aber wohl nicht so ernst genommen, beziehungsweise ihm nicht geglaubt, weil es ja ein stadtbekannter Säufer ist. Aber sie sind so ein bisschen ins Zweifeln gekommen. Sie haben dann auch mitbekommen oder durch ihre Recherchen eben erfahren, dass es sich da nicht um die stadtbekannte Diebesgilde hat mit dem Zeichen, obwohl das wohl auch so ist, sondern dass es sich da um die sogenannte Asan-Gesellschaft handelt, also eine Gesellschaft, die auf der Suche nach den Weisen ist und wohl zu Rimuru gehört, also sprich dem Dämon, der die Welt vor Hunderten von Jahren versucht hat, ins Chaos zu stürzen, beziehungsweise hier zu erobern. Warum auch immer auf diese Ebene gekommen ist, weiß man nicht. Aber ja, das war wohl das Hauptproblem hier. Sie haben dann sich mit dem alten Kupferlocke noch versucht zu unterhalten. Und er hat ihnen auch ein paar Sachen erzählen können, aber hat sich dann gebeten, dass sie doch kurz warten. Er würde gleich wiederkommen und ist halt außenrum verschwunden. Mittlerweile haben die Helden dann festgestellt, dass hier wohl, wie sich's halt auch gehört, in diesem Zimmer einige Geheimverstecke sind, unter anderem auch eine Geheimtür. Und unser Eichhörnchen hat dann eben auch beschlossen, dass es auch an der Zeit wäre, dass man mal da ein bisschen was mitnimmt, weil da waren halt auch wieder ein bisschen Geld drin und ein paar, ja, ich sage jetzt mal Briefe, irgendwelche Bücher oder Zettel. Er hat sich aber mehr ums Geld gekümmert und hat sich dann aber gut zu guter Letzt doch entschieden, das dann dazulassen, um nicht irgendwie in die Bredouille zu kommen. Der alte Kupferlocker ist dann wiedergekommen und hat ihnen eine Dame, die sehr, sehr gut gekleidet war und die wohl die Lucia Perstein ist, also sprich ich sag jetzt mal, die Herrscherin hier des Ganzen, die Stadtherrin eben von Srenarius, und die hat ihnen halt ein bisschen was an Hintergrundinformationen zu der Asan-Gesellschaft geliefert, dass das halt eine Gesellschaft ist, die es seit Hunderten von Jahren gibt, die quasi das Gegenstück ist zu diesen Waisenhäusern. Ich wiederhole nochmal, die Waisenhäuser selbst sind ja damals gegründet worden, als Rimuru versucht hat, diese Ebene zu überfallen und sein eigen zu machen. Und da haben ja die 137 Krieger des Lichtes, haben ja quasi sich selbst geopfert und da wurden auch ihre Seelen freigesetzt, um eben Rimuru zurückzuschlagen und seine Horden. Und jetzt ist ja so, dass die Weisen A als Bollwerk und auch als Erinnerung gegen Rimurus Angriff von damals gegründet wurden. Und den Weisen wurden Möglichkeiten gegeben, wie sie die Seelenstücke, die damals von den Helden quasi auf ganz Terrikov verstreut wurden, wie sie die einfangen können. Es ist so, dass diese Seelenteile ja A, Informationen beinhalten, was damals passiert ist. Also sprich, jedes Mal, wenn die Charaktere einen neuen Seelenabschnitt sich einverleiben, sehen sie im Rückblick ein bisschen was damals passiert ist, aber meistens nur ein paar Sekunden. Aber gleichzeitig bekommen sie
bisschen neue Fähigkeiten, werden ein bisschen stärker. Sprich, in Spiel-Termini ist es so, dass sie dann einen Attributsbonus bekommen und noch ein paar Fähigkeiten dazu und Seelenenergie. Also sprich, sie werden wirklich ein bisschen stärker und nicht nur ein bisschen. Vor allem, wenn man mehrere Seelensplitter in sich vereint, kann das schon ganz ordentliche Unterschiede machen zu dem, was man sonst ist. Die Delusia hat dann eben auch ein bisschen erzählt, dass diese Asan-Gesellschaft, dass die halt quasi hinter ihnen, oder nicht, was heißt hinter ihnen, hinter den Weisen an sich her ist. Schlauerweise hat unsere Gruppe immer noch nicht offiziell zugegeben, dass sie von diesem Waisenhaus selbst ist, aber ich glaube, sie haben gemerkt, dass ein paar Leute inzwischen Bescheid wissen, wo sie herkommen. Die Lucia Perstein scheint sehr viel zu wissen, was in ihrer Stadt vorgeht, was ja auch nicht verkehrt ist, und hat eben auch davor gewarnt, dass auch in der Oberstadt ein paar Leute unterwegs sind, denen sie nicht unbedingt trauen würde. Sie hat dann auch irgendwas von grauen Männern erzählt, die halt eben ja, verschwinden können in Schatten und auch daraus wieder hervorkommen können. Und ja, das hat sie dann auch daran erinnert, dass sie eben ja auch wieder bei ihrem Schiff, beim Grinsenden Pixie, dort waren und die Kapitänin dort berichtet hat, dass sie überfallen wurden. Sie selber hat einen dicken Kopfverband. Aber scheinbar ist niemand umgekommen. Es sah so aus, als ob sie nicht nach ihnen gesucht hätten, sondern nach was anderem. Vielleicht nach den Weisen, also sprich nach unserer Gruppe. Man weiß es nicht. Wir haben dann versucht, oder die Gruppe hat versucht, ein paar neue Informationen herauszufinden, war auch in der Bibliothek teilweise. Aber alles waren jetzt nicht so die super tollen Informationen, die sie zusammengetragen haben. Die Quintessenz ist folgende: Sie wollen mit dem Schiff weg aus der Stadt. Die Kapitänin selber hat auch gesagt, es ist ihr egal, ob da eine Sperre herrscht, weil von der Oberstadt her wurde das so berichtet, dass die gesagt haben: So, es darf bis das Verschwinden und die Versteinerung des Gnoms, bis das geklärt ist, darf kein Schiff den Hafen verlassen. Die Lucia Perstein selber hat ihnen aber mehr oder weniger gesagt, ihr ist bewusst, dass sie jetzt wohl demnächst mit dem Schiff abfahren werden, und sie wird auch dafür sorgen, dass sie das unbehelligt tun können, so dass sie jetzt wohl zur nächsten Insel unterwegs sind. Und sie haben ja immer noch auf einer der nächsten Inseln einen weiteren Kontaktmann, den Grauen, der ihnen wohl etwas berichten kann über, ja, die Einnahme des Mittels, mit der sie ja die Möglichkeit bekommen haben, leichter an die Seelensplitter aufzunehmen. Also in einer der vergangenen Abenteuer hatten sie damals eben mitbekommen, dass ihnen wohl irgendwas unter das Essen gemischt wird. Und wie sich dann später herausgestellt hat, war das wohl dafür da, dass dann die Leute leichter die Seelensplitter in sich aufnehmen können. Oder nicht nur das, sondern dass sie auch damit stärker die Wirkung stärker wird und die Erinnerung länger wird, irgend sowas in der Richtung. Die Gruppe hat also jetzt die Frostzwerge mit aufgenommen, und sie sind wohl jetzt dann gemeinschaftlich unterwegs zur nächsten Insel. Viel Spaß mit den nächsten Abenteuern. Danke!